Hi Freunde und willkommen zum nächsten Vegan Box Unboxing. Also jetzt die Vegan Box vom Mai. Ich glaube jetzt gar nicht lange rum. Ja, wieder das Osterstroh. Kann man übrigens gut zum Mulchen nehmen, wollte ich kurz mal sagen. Auch wenn es immer so wenig ist, aber wir haben das im Garten bei unseren Erdbeeren zu liegen und das funktioniert ziemlich gut. Nur mal so als kleiner Tipp am Rande. Okay. So, als erstes habe ich hier Heldenkraut, ein Bärlauch-Cranberry-Pesto, Rohkostqualität, Zutaten Bärlauch, Olivenöl, Cranberries, Alexandersalz, ja, okay, Vita Verde Bärlauch-Cranberry-Pesto, Heldenkraut, Bio, Vegan, Glutenfrei, Rohkost. Heldenkraut nannten die antiken Griechen den Bärlauch unter anderem wegen der gesundheitsfördernden Eigenschaften. Die Kombination des wilden Bergbärlauchs mit den fruchtigen Cranberries ist ein Geschmackserlebnis der besonderen Art. Egal ob als Aufstrich, Dip, Salatdressing oder als Marinade. Durch die Verarbeitung unter 42 Grad bleiben Geschmack und Nährstoffe erhalten. Das sind 165 Gramm für 4,99 €. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt aufmachen will. Aber ich würde schon gerne probieren, also was soll's. Riecht auf jeden Fall schon mal gut nach Bärlauch. Und ist noch nicht wirklich püriert. Also Pesto kenne ich ja eigentlich, dass es richtig fein püriert ist. Also ist nicht schlecht jetzt, aber man sieht halt noch immer die Stückchen. Krass. Also bei einigen Pestos muss ich immer sagen, da schmeckt man das Original, was da verwendet wurde, gar nicht mehr raus. Also zum Beispiel bei einigen Basilikum-Pestos. Aber hier, ich merke wirklich, wirklich geil nach Bärlauch. Also richtig intensiv. Ja, auf jeden Fall sehr lecker. Dann haben wir hier Provamel Rice Coconut, also Reis-Kokos-Milch. Reis-Kokos-Drink, bio-vegan, glutenfrei. Wer hätte gedacht, dass sich Reis und Kokosnuss so gut verstehen? Das ungleiche Traumpaar trifft sich in diesem Drink zu einem erfrischenden Rendezvous. Der zu 100% pflanzliche, ungesüßte Drink wird aus italienischem Bio-Vollkornreis und dem Mark der Kokosnuss aus kontrolliert biologischem Anbau hergestellt. Tipp, genießt den Reis-Kokos-Drink gekühlt oder gebt eurem Müsli eine exotische Note. Das ist jetzt hier F zum Trinken für unterwegs. Ich probiere den jetzt nicht, weil ich kenne den schon. Ist wirklich lecker. Und ja, wer auf jeden Fall Kokos mag, für den ist es auf jeden Fall sehr lecker. Hat also eine leichte Süße von der Reismilch. Und ja, wenn man will, kann man damit auch gut kochen, zum Beispiel Milchreis oder sowas in der Richtung. Ich frage mich jetzt gerade, ich dachte, das wäre schon mal drin gewesen in der Vegan Box. Oder irre ich mich jetzt? Könnte ich mal kurz nachgucken. Ich habe nicht mehr alle Zettel, aber ich gucke mal kurz nach. Nee, hatte ich verwechselt. Und zwar war das nicht der Reis-Kokos-Drink von Provamel, sondern der Mandel-Drink. Es war im Januar, war das schon mal drin. Aber naja, auf jeden Fall auch sehr lecker. Ein bisschen doof finde ich die kleinen Packungen. Also jetzt zum Plastikstrohhalm und Plastikverpackung nochmal extra. Also ich würde dann lieber die 1-Liter-Boxen haben wollen. Aber für die Vegan Box wäre das wahrscheinlich nicht so geeignet. Agavencreme. Vegane Alternative zu Honig. Agavendicksaft 82%, Inulin 18%. Coole Idee auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe schon mal gesagt, mit Agavensirup sollte man ein bisschen vorsichtig umgehen. Okay, Lin Agavencreme. Bio-vegan, glutenfrei. Die perfekte vegane Alternative zu Honig, für die feinster Agavendicksaft schonend mit Inulin cremig gerührt wird. Inulin ist ein präbiotischer Ballaststoff aus der Chicorée-Wurzel, der unter anderem die Darmflora günstig beeinflusst. Die köstliche Agavencreme hat einen feinen Karamellgeschmack, ist streichfähig und kann wie Honig als Brotaufstrich in Süßspeisen, Tees und Gebäck verwendet werden. Ja, riecht auf jeden Fall schon mal nicht wie Honig. Und schmeckt auch nicht so, aber das mit dem Karamellgeschmack
Das stimmt auf jeden Fall. Und ist wirklich super cremig. Also in kleinen Mengen kann man sich das auch mal aufs Brot schmieren. Ja, aber ich, also vielleicht ist das einfach mein Geschmack, aber ich würde vorziehen, mir meinen veganen Honig lieber selber zu machen. Der ist dann halt nicht so streichfähig wie dieser. Obwohl ich auch mal gucken könnte, ob ich mir einfach Inulin besorgen kann. Wenn das so einfach geht, einfach untermixen oder so. Dann könnte ich sowas auch mal machen. Ansonsten habe ich jetzt zum Beispiel hier sozusagen selbstgemachten Honig, halt mit Zucker dann, aus Löwenzahnblüten. Und ja, das würde ich eigentlich noch vorziehen, sowas selbstgemachtes vor sowas gekauftem. Aber ja, also unlecker ist es nicht. Ja, Dr. Görg Bios, Dr. Görg Bio Kokosöl. Ja, habe ich auch schon mal benutzt in einigen Videos. Ja, ist so ein kleines Mini-Glas, da hat man wahrscheinlich für zwei Mahlzeiten oder sowas von. Dr. Görg Premium Bio Kokosöl. Bio-vegan, glutenfrei, Rohkost. Ideal als Geschenk auf Reisen für unterwegs oder zum Probieren. Das ungehärtete, nicht raffinierte Virgin Coconut Oil überzeugt mit seinen inneren Werten und hervorragenden Eigenschaften. Neben Spitzenwerten von bis zu 59,42% Laurinsäure ist es ein wahres Füllhorn an natürlichen Vitaminen und Mineralien. So fördert es Wohlbefinden und schönes Aussehen und sorgt für eine vitale Ausstrahlung. Das sind 26 ml für 1,99 und den Honig habe ich wieder mal vergessen. Waren 300 Gramm für 3,99. Ja, muss ich jetzt glaube ich nicht probieren. Macht sich sehr gut zum Kochen. Zum Braten würde ich es jetzt nicht unbedingt nehmen, es sei denn, ihr verwendet das Fett dann auch für die Soße oder so ähnlich, weil einfach nur zum Braten, um das Öl dann wegzukippen, dafür ist es viel zu schade. Ja, aber so ein bisschen so ein Esslöffel oder so als Essen ran und ja, das duftet im ganzen, in der ganzen Wohnung, bei uns zumindest, wenn ich da irgendwie ein oder zwei, ja, ein Esslöffel so als Essen ran mache, das duftet in der ganzen Wohnung den ganzen Tag nach Kokosöl, weil das wirklich so intensiv ist. Obwohl ich jetzt mittlerweile auch schon anderes Bio-Kokosöl gefunden habe, aber das, ja, stelle ich euch an anderer Stelle vielleicht auch nochmal vor. Okay, aber auf jeden Fall ist das ein super leckeres Produkt. Simply Raw Brazil Nut Guarana. Oh ja, ein Guarana-Riegel. Datteln, Paranüsse, Mandeln, natives Kokosmus, Guarana, 5%, Cashewnüsse, Vanillepulver. Oh, das war's schon. Ich mag immer kurze Zutatenlisten. Nicht nur wegen dem Vorlesen, sondern auch einfach, ja, weil ich denke immer, umso länger die Zutatenliste sind, umso unnatürlicher ist das, was am Ende rauskommt. Es stimmt natürlich nicht immer bei einigen Sachen, aber relativ häufig. Merlos Best Brasil Nut Guarana Riegel. Bio, vegan, glutenfrei, Rohkost. Ein hervorragender Energielieferant, der aus rohen, unbehandelten Zutaten besteht. Die schonende Verarbeitung bei unter 42 Grad garantiert den bestmöglichen Erhalt der wertvollen Mineralien und Vitamine. Die enthaltenen Paranüsse sind reich an Proteinen und führen durch Zugabe von Kokos und dem stimulierenden Guarana zu einem energiereichen Geschmackserlebnis. 40 Gramm für 1,69. Ja, normalerweise kostet die Riegel immer nur 1 Euro. Und meistens, wenn ich die im Bioladen sehe, denke ich immer so, ah ja, könnte man die eigentlich wieder kaufen. Und dann denke ich so, naja, also nicht wegen dem Preis, jetzt 1 Euro ist dafür eigentlich okay. Aber halt auch wegen der Verpackung für so einen Mini-Riegel und dann gleich so eine Verpackung da dran ist natürlich, ja. Ich sag mal so, ich versuche zumindest das Unnötige wegzulassen. Ja. Ich werde es mal probieren. Doch, ist sehr lecker. Und schmeckt auch sehr natürlich. Also, steht auch, ist kein extra Zucker dran. Also, gefällt mir gut. So, ganz schön viel heute. Kommen wir so vor, jedenfalls. Pallas Leber Backwaren Manufaktur. Veganer Bio
Pekanuss-Brownie. Fallersleber-Backwaren-Manu... Nochmal. Fallersleber-Backwaren-Manufaktur. Fallersleber-Backwaren-Manufaktur. Okay, ist ein Tippfehler, aber ein lustiger, finde ich. So, der Brownie mit Paranüssen. Bio-Vegan. Bio-Fein-Gebäck-Spezialität, getreu dem Motto, immer Bio, immer Vollkorn, immer Dinkel und immer lecker. Vollkorn muss schmecken. In diesem Sinne entwickelte die FBM die Rezeptur für diesen köstlichen Dinkel-Vollkorn-Brownie, damit ihr Vollwertigkeit genießen könnt. Dabei ist Bio die Basis aller Rohstoffe. Dinkel-Vollkornmehl gibt dem Gebäck seinen unverwechselbaren Geschmack. Weizen wird nicht verarbeitet. 60 Gramm für 2,40. Oha. Also ich vergleiche die Preise immer so ein bisschen mit den Sachen, die ich hier so aus der Gegend kenne. Und ich habe letztens bei uns im Bioladen, also im Bioladen in Wismar, eine Schokoladentorte gegessen. Die war ein kleines bisschen größer und ungefähr doppelt so hoch. Für 2,50 Euro. Und ja, wenn man jetzt das so sieht, für 2,40 Euro waren das. Ist natürlich nicht ganz so dicke, aber ja, muss natürlich dazu sehen, es muss verschickt werden, muss eingepackt werden, pipapo. Deswegen ist der Preis irgendwie schon gerechtfertigt. Aber ja, ich würde, glaube ich, Kuchen, wenn ich sie kaufe, dann lieber beim, also in dem Fall beim Bioladen oder halt beim Bäcker kaufen. Wo man hier halt auch nie weiß, wie lange die schon eingepackt waren. Rohrzucker, Zartbitterkuvertüre, Bioland Dinkel Vollkornmehl, Tofu? Oh, Alsan-Margarine, Pekannüsse, Reissirup, Weinsteinbackpulver, Meersalz, Vanille enthält Sojaglutennüsse. Okay. Das war wirklich lecker. Also, ich finde es richtig geil, dass da Tofu mit im Teig ist. Ist echt mal eine coole Idee. Vielleicht probiere ich sowas auch mal in der Richtung. Ja, richtig lecker. Oh, was Neues von Love Choc. Rocks. Raw Chocolate. Maulbeere, Hanfsaat mit einem Hauch von Reishi. Oder Reishi? Was ist denn Reishi? So einer coolen Packung hier zum Aufschieben, ist ja schon cool. Love Choc Rocks. Bio-vegan, glutenfrei Rohkost. Besteht aus einer besonderen Kombination von Früchten und Nüssen. Überzogen mit Superfoods und roher Schokolade. Das zusätzliche Geheimnis ist die besondere Zutat, Reishi. Das Kraut sorgt für ein gutes Gleichgewicht von Kopf und Herz. Die Rocks werden mit Kokosblütennektar gesüßt, der einen niedrigen glykämischen Index hat und dadurch den Blutzuckerspiegel stabil hält. Love Choc Rocks haben übrigens den Best New Product 2014 Award auf der Biofach in Nürnberg gewonnen. Oh, okay. Das sind 75 Gramm für 4,89. Ja, die muss ich jetzt mal testen. Das sind so eine kleine Kügelchen. Oh, die sind ja geil. Also an den Love Choc Riegeln, weiß ich, laufen wir oft auch vorbei. Ganz einfach wegen dem Preis. Und 75 Gramm für 4,89. Naja. Ist schon gepfeffert. Aber ich muss sagen, die Riegel kenne ich ja auch schon. Die mag Dieter voll gerne. Und ich glaube, ich würde das hier lieber mögen als die Riegel. Ich weiß nicht warum, ist einfach so eine Geschmackssache, glaube ich. Ich glaube, ich habe lieber was Kleines zum Knabbern als so einen fetten Riegel, wo ich abbeißen muss. Ja, auf jeden Fall sehr lecker. So, nimmt gar kein Ende heute. Oh ja, was zum Testkochen. Ich habe noch ein halbes Regal hier voll zu liegen von Sachen, die ich unbedingt mal noch austesten möchte. Zum Beispiel dieses Geschnetzelte habe ich noch da drin und noch die Gewürzmischung und ach, noch andere Sachen dazugekommen noch.
Und ja, ich komme da gerade überhaupt nicht zu. Ich nehme es mal vor und irgendwie schaffe ich es nicht. Aber demnächst hoffe ich mal, dass es endlich mal klappen wird und ich die ganzen Sachen endlich mal testen kann. Weil teilweise sind die ja schon von der vorletzten Wiggenbox. Ja. Mal schauen. So, wir haben jetzt hier von Hanf Natur Hanfbratlinge. Und hier kann man wohl verschiedene Arten draus machen. Und zwar Burger, Falafelbällchen. Also sozusagen dann Hanf-Falafel. Und Pfannkuchen. Zutaten: Kichererbsen, Hanfsamen, geschält, Petersilie, Steinsalz, Hanfsamenmehl, Zwiebel, Gewürze, Weinstein. Speise Hanfbratlinge, bio, vegan, glutenfrei. Mit ihrem hohen Gehalt an hochwertigen, rein pflanzlichen Eiweiß sind Hanfbratlinge ein gesunder Beitrag zur vollwertigen, fleischlosen Ernährung. Zudem sind sie einfach und schnell zubereitet als Burger, Falafel oder Pfannkuchen. Das sind 200 Gramm für 2,98 Euro. Ist sogar mal ein recht erschwinglicher Preis, obwohl es bio ist und obwohl es ja eigentlich ein halbzeitig Produkt ist. Ja. Ja, das kommt auf jeden Fall zu dem Regal mit den Sachen, die ich noch testen will. Ich hoffe, das passiert in diesem Jahr noch. Mal schauen. So, ein Cranberry Goji Müsli von Alos. Ja, bei Müsli stehe ich auch mal vorm Regal. Und denke dann immer, ach nö, irgendwie bin ich nicht so der Müsli-Typ, glaube ich. Cranberry Goji Müsli, bio-vegan. Eine ausgewogene Mischung aus kernigen Haferflocken, knusprigen Weizen, Vollkornflakes, wertvollem Amaranth, sowie herbfruchtigen Goji-Beeren und Cranberries, abgerundet durch zartknusprige Kokoschips. Das Müsli bietet somit ein einzigartiges Geschmackserlebnis und viele ernährungsphysiologische Vorteile. 400 Gramm für 4,99 €. Ja, ist bestimmt lecker, werde ich jetzt aber glaube ich nicht probieren. Ja, werde ich jetzt einfach mal zulassen. Weil beim Müsli kann man wahrscheinlich auch nicht so viel verkehrt machen. Aber klingt auf jeden Fall gut. So, dann haben wir noch was ganz Großes. Life Food Chocolate. Pink Salt Spirulina. Was, Spirulina, Schokolade oder wie? Mist, nur auf Englisch. Ach doch nicht. Zutaten: rohe Kakaobutter, rohes Kakaopulver, Agavendicksaft, Spirulina-Pulver, Himalaya-Salz, Vanillepulver. Ja, das war's schon. Bio-vegan, glutenfrei Rohkost. Wird aus getrockneten statt gerösteten Kakaobohnen hergestellt. So entfachen die dadurch enthalten gebliebenen 300 Inhaltsstoffe ein wahres Lebensfeuerwerk in dir. Als echtes Power-Nahrungsmittel liefern dir rohe Kakaobohnen viele Mineralstoffe und Vitamine. Ist das richtig? Okay. Ich glaube, die Wiggenbox sollte vorher, bevor die verschickt wird, nochmal Korrektur lesen. Die Schoki ist frei von raffinierten Zucker und Milch und wird mit rohem Agavendicksaft gesüßt. Von Hand mit roher Sorgfalt, von Hand mit hoher Sorgfalt und Liebe hergestellt. 15 Gramm für 1,95 €. Ja, schmeckt salzig. Sorry, das zu sagen, aber irgendwie furchtbar. Also ich bin kein Spirulina-Fan, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, aber und Schokolade mit Spirulina könnte ich mir noch gefallen lassen, aber Schokolade mit Spirulina und Salz, blah. Ja, nee. Ich hoffe, Dietlin mag das. Ansonsten müssen wir irgendwen finden, dem wir das geben. Naja. So, da ist noch ein Magazin drin. Reformhaus. Gesund und schön. Spitzenküche im Interview. Björn Moschinski, Attila Hildmann. Ab heute vegan.
Ja, es ist, das Thema Vegan kriegt auf jeden Fall immer mehr Aufmerksamkeit. Jetzt auch meine gute Performance ist jetzt nicht so. Also da gibt es ja schon immer eigentlich vegane Produkte. Vor über 140 Jahren entstand die vegetarische Idee in Deutschland. Aus ihr ging Jahrzehnte später die vegane Ernährung hervor. Die Reformhäuser waren von Anfang an dabei, als Fachgeschäfte für vegetarische und vegane Lebensmittel. Ja, dachte ich mir schon. Ja, sehr interessant. Und kostet 1,50, die ist hier wahrscheinlich wieder gratis dabei. Aber ja, ich hätte jetzt als Gratis-Zeitschrift eigentlich gedacht, dass die im Reformhaus ausliegt. Naja, wie auch immer. Hier habe nochmal ein kleines Infoheft zu Dr. Görg. Na gut, kennt ihr eigentlich auch schon jetzt, habe ich ja schon alles mal. Kokosmus, Kokosmilch. Das ist auf jeden Fall neu. Kokoskohle. Ist ja mal interessant. Ein 1-Kilo-Karton. Der Preis wird es hier, glaube ich, nicht. Nee, schade. Kokoskohle, ideal zum Grillen, Beräuchern und als Shisha-Kohle. Unsere Kokoskohle besteht zu 100% aus reiner Bio-Kokosnussschale. Die verwenden echt alles von der Kokosnuss. Das ist, also, ist eigentlich schon richtig. Aus biologischem Anbau. Wenn ich irgendwem erzähle, dass ich Bio-Kohle kaufe, die zeigen mir, glaube ich, einen Vogel. Aber kein einziger Baum wurde gefällt, um das herzustellen. Also ist, einiges ist schon eine Überlegung wert, aber wenn ich natürlich dafür das wieder bestellen muss, wenn es es irgendwie im Geschäft geben würde und der Preis wäre erschwinglich, wäre das wahrscheinlich wirklich das Richtige, aber ja. Brennt viermal länger als andere Kohle und lohnt sich vielleicht sogar. Ist geruchs- und geschmacksneutral, entwickelt keine Funken während des Brennens, enthält den Original-Rauchgeruch, enthält keinen Schwefel. Ein Kilo Karton mit 72 Stück, je ca. 2,5 x 2,5 cm. Ist echt eine Überlegung wert eigentlich. Ja, werde ich mal gucken. Vielleicht gibt es das ja wirklich irgendwo zu kaufen. Dann werde ich das vielleicht mal ausprobieren. Aber coole Idee. Also auch, dass sie da wirklich alles von verwenden. Also von der Schale, von der Milch, von dem Inneren natürlich sowieso. Ja, cool. Ja, die Vegan-Box habe ich jetzt ungefähr für ein halbes Jahr gehabt. Also ab Dezember bis Mai. Und ja, als halbes Jahr Fazit würde ich jetzt mal sagen, ich bin schon größtenteils zufrieden mit den Produkten, die immer so kommen. Also es sind immer so einige Sachen, die ja jetzt nicht so hundertprozentig mein Geschmack sind, aber ist ja wie gesagt auch Geschmackssache. Zum Beispiel der Agavendicksaft mit Wildbeeren oder was auch immer das war, der steht immer noch bei uns im Kühlschrank und ich denke jedes Mal, ja, ach ja, man könnte ja mal, und dann ist er immer noch da. Ja, sowas halt. Ansonsten sind eigentlich coole Sachen dabei, die man halt auch noch nicht kennt. Also die Kokos Rocks habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, dass es sowas überhaupt schon gibt. Oder auch diese solche fertigen Bratlinge kaufe ich eigentlich auch gar nicht mehr. Und bin manchmal dann echt überrascht, bei den Vermieter-Frikadellen ja auch zum Beispiel, die ich mal getestet habe, wie lecker das dann ist. Ja, das würde man halt eigentlich ja, selber nie kaufen. Und also ich habe mir das auch selber schon mal vorgenommen, dass ich, also ich habe oft gemerkt, dass ich die gleichen Gemüsesorten immer wieder kaufe, weil ich halt weiß, ich mag bestimmte Sachen nicht. Und ich habe mir auch wirklich vorgenommen mal, und ich habe es auch schon gemacht, dass ich halt jedes Mal, wenn ich einkaufe, dann irgendeine Gemüsesorte kaufe, die ich sonst nie kaufe oder vielleicht gar nicht mag und dann daraus was mache. Habe ich noch nicht hundertprozentig jetzt immer durchgehalten, aber ein paar Mal habe ich halt wirklich Sachen gekauft, die ich nicht so gerne mochte und dann trotzdem was damit gekocht habe. Einfach um ein bisschen mehr Abwechslung auch auf den Speiseplan zu bringen. Und das sind natürlich alles fertige Produkte. Und ja, also unverarbeitete Produkte sind natürlich eigentlich immer besser. Aber auch so denke ich, dass es einfach den Speiseplan ja, noch ein bisschen erweitert. Wenn man zum Beispiel beim Müsli isst, was man sonst halt nie macht. Oder ja, sonst was.
Ja, deswegen finde ich die Idee der Vegan Box wirklich super und die Umsetzung, ja, kriegt von mir eine glatte 2. Naja, es sind halt nicht immer wirklich alle Produkte nach meinem Geschmack, aber wie gesagt, das ist halt auch Geschmackssache. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit eurer Vegan Box, falls ihr denn auch eine bestellt habt. Und ja, wenn ihr sie bestellt habt, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie zufrieden ihr mit den Produkten seid. Also jetzt speziell aus dieser natürlich. Und ansonsten bis zum nächsten Kochvideo. Tschüss.